ist eine ganz normale Tür, ne? Ja. So, die Teile werde ich jetzt hier alle liegen lassen, die ich nicht mit reinpacken kann. Aber ich baue die Tür dann gleich wieder hin. So, hier bin ich sicher. Ich kann abbauen. Okay, es geht echt ziemlich langsam. Los mit der Tür, Mann. Ist keine andere Tür, bei der das so langsam geht. Warum hat das Schiff keinen Gravity Generator? Oder haben die es geschafft, den zu begrenzt zu machen, dass es wirklich nur innen drin ist? Interior Plate. Kann ich schon rein? Ja. Finde ich gut. So. Das ist noch nicht ganz vorne. Okay, egal. Erstmal rein da. Wie geht's? Dann gehe ich mal kurz raus. Das sind wir eigentlich 78 Meter die Sekunde. Ja, und wie komme ich jetzt Access auf das Schiff? Das wüsste ich mal gern. Ach so, ich dachte, das hier vorne wäre Glas. Am Anfang. Aber wie bekomme ich denn jetzt Access? Weiß ich mal noch nicht. Auf dem gleichen Prinzip, wie ich hier mich gerade bewege, also ohne Dampers, funktioniert eigentlich auch das ganze Spiel. Also, wie heißt das? Ach, ich hole mir ein anderes Schiff. Ich baue die Tür wieder zusammen und hole mir ein anderes. Wohl. Eins probiere ich noch. Da nicht rein. Das ist doch scheiße. Okay. Okay, die Tür lasse ich da. Außer es baut wieder so lange, dann nehme ich die Tür. Ach du Heilige, okay. Hat es schon gerade beschleunigt? Nee. Komisch. Nee, es geht schneller. Dann warte ich einfach, bis ein neues Schiff vorbeikommt. Ich wollte das Ding noch weiter entfernt sein. Einfach anderes. Und die Dämpfer. So, was ich noch sagen wollte, ist, im Grunde bewegt sich das ganze Spiel, oder halt funktioniert das ganze Spiel so, wie ich hier gerade mich um das Schiff bewegt habe. Das heißt, wir sind ja mit Asteroiden, wo? Ich setze meine Asteroidengürtel und kreisen um die Sonne. Das heißt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Ziemlich schnell, ne? So. Und die Dampers regeln die Geschwindigkeit immer genau auf die gleiche Geschwindigkeit der hier. Kometen. Ist zwar komisch, da wir die alle genauso gleich sind, aber im Grunde bewegen wir uns so ganz schnell. Nur ach, das gibt's doch nicht. Ich dachte, die wären schon. Die wären schon aus. Nur wir bewegen uns im Verhältnis zu denen. Null. Wenn wir stehen. Aber im Verhältnis zu irgendwas anderem bewegen wir uns ziemlich schnell. Das ist auch allgemein bei der Erde so. Also die dreht sich ja ewig schnell und dann dreht sich noch um die Sonne und dann dreht sich unsere ganze Galaxie und alles mögliche und die Galaxie bewegt sich auch noch durch das Universum und das ist ganz, ganz schnell und ja. So bewegen wir uns ziemlich schnell, aber im Vergleich zum im Verhältnis zu dem allen auf der Erde hier sind wir ziemlich langsam. So, das
mit dem im Verhältnis Zug, kann man eigentlich fast auf alles anwenden. Ich meine, wenn du außerhalb von dem Zug stehst, dann bewegt sich der Zug. Wenn du innerhalb von dem Zug bist, dann bewegst du dich nicht. Aber du bewegst dich trotzdem. Kommt halt immer auf das auf dem auf den Ansichtspunkt an. So. Dann warte ich mal auf ein neues Schiff. Mining Carriage. Das hole ich mir. Ich denke, das geht in die Richtung. Also beschleunige ich so auf 100 und dann einfach wieder die Dampers aus. Also ich kann jetzt schon ausmachen. Da kann ich noch ein bisschen nachverbessern. Und dann kommen wir mal näher. Mining Carriage. Das hört sich an wie ein Schiff, das ja den Ertrag durch das durch den Abbau von Rohstoffen transportiert. So ein bisschen unsere Flugbahn verändern und auf die gleiche wie die wie das Schiff kommen. Ich muss auch gleich die Dampers anmachen. Dann ist das Ganze leichter. Weil wenn ich jetzt die Richtung gehe, dann fliegen wir ja noch in die Richtung, aber ich lenke in die Richtung. Und wenn ich das jetzt mit den Dampers machen würde, dann würden wir in die Richtung abgepresst werden und in die Richtung beschleunigt. So, hoffentlich kann ich das jetzt hier machen. Wenn nicht, dann muss ich mal kurz googeln, wie das geht. Aber das seht ihr dann auch erst in der nächsten Aufnahme, weil das mache ich dann erst irgendwann anderes. Das ist ziemlich groß, oder? Geht. Klein jedenfalls nicht. Nein, und ich habe kein Respawn-Chip. So, dann werde ich jetzt einfach Vollgas geben. Die Dampers aus und wenn ich dann da bin, dann steige ich einfach raus und lasse das Schiff weitergehen. Weil ich möchte jetzt nicht noch mal ein Schiff, das sehe ich als Cheaten an. Also würde ich als Cheaten ansehen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Eigentlich ja nicht. Ich habe nur keinen Bock, das zu zerlegen. Ich will lieber andere Schiffe zu zerlegen. Obwohl. Eigentlich ja schon. Ich weiß es selber nicht, was weiß ich. Ich muss aussteigen und schnell meine eigenen Dampers ausmachen. Lol. Oh, ich hatte meine Dampers an. Okay, neues Schiff. Hey. Ja, was ich mich jetzt frage, warum ist der jetzt rot? Also, weil es mir nicht gehört, ne? Aber heißt das auch, dass ich das jetzt nicht mehr irgendwie benutzen kann oder so? Das würde ich mal gerne wissen. So. Dampers off. Off und off. Gut. Also jetzt kann ich einfach ungefährlich aussteigen. So, das reicht. Tschüss, Schiff. Denn ich kann jetzt abbremsen und du wirst für immer weiterfliegen. So, das Gefährliche ist halt, wenn sowas passiert, später dann mal, hätte ich jetzt Geschütze, die würden jetzt auf mich schießen. So. Jetzt bin ich kurz rein. Energie aufzuladen. Das gibt's nicht, ne? Dort, und wie bekomme ich jetzt Access?
Gegner benutzen? Nee. Also ich kann jetzt nichts machen, oder was?